Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Bier von hier. Ich bin im Moment in Bulgarien Urlaub und nach längerer Zeit mal wieder ein Video. Wir hören ja nicht auf, hier auf dem Kanal neueste Biervorstellungen zu präsentieren. Hier habe ich ein Bier, ich zeige es euch mal in die Kamera. Man spricht das wohl Kamenica aus. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Wenn ihr da mehr wisst, bitte mit Lautschrift in die Kommentare. Ja, das Bier sieht man hier in jeder Straßenecke. Ich bin momentan am Strand. Gleich gibt es auch noch mal ein paar Eindrücke zum Abschied. Über Kamenica selber habe ich jetzt nicht so wirklich viel rausgefunden. 2005 lag der Marktanteil in Bulgarien wohl bei 18% verkauftem Bier. Die Firma ist wohl auch Sponsor der bulgarischen Nationalmannschaft. Und wie gesagt, die Gründung liegt wohl bei 1881, wie es offensichtlich zu sehen ist. Und das findet man hier an jeder Ecke. Ich werde das jetzt mal mit euch zusammen probieren. Auch hier steht man wohl sehr auf Dosenbier. Probieren wir das mal. Ist jetzt auch frisch vom Kiosk geholt. So, dann auf euch. Ja, ich sag mal, schnelles Urteil. Man kann es mal trinken. Wenn es kalt ist, geht's. Ja, Kamenica. Ich würde sagen, wenn es 10 Sterne gäbe, würde ich da mal 4 Sterne geben für. So, zum Abschluss noch ein paar Urlaubseindrücke hier vom Goldstrand. Ich bin übrigens in Bulgarien am Goldstrand. Diesmal nicht der Sonnenstrand wie vor ein paar Jahren. Goldstrand ist auch schön. Ist zugleich Partymeile und aber auch für Familienurlaube gut geeignet. So, ein paar Eindrücke noch. Einen Moment. Im Urlaub ist man nicht mehr ganz so schnell. So sieht das Ganze aus. Ist auf jeden Fall einen Besuch mal wert. Da hinten der Eiffelturm. Keine Angst, ich bin noch nicht besoffen. Das ist natürlich nur eine Kopie. Und das Riesenrad. Und auch einige sehr, sehr gute Hotels. Also, abonniert den Kanal, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, alles Gute.